Das Wichtigste vorweg, wir haben eine Tochter gekriegt, was mich und oder uns sehr gefreut. Ein Traum, sie ist voll brav, somit haben wir das Thema schon mal erledigt. Schlaft ihr mit sie? Nein, sie schlaft. Also es ist uns immer schon ungut zum sagen, aber ja, von der kannst du zwei oder mehr auch haben. Also die schlaft mir, wir haben überhaupt keine Probleme, richtig schön. Für mich ist es gut, weil ich halt dann auch oft, oder weil ich halt dann auch eine Abwechslung habe vom Kopf her. Was ich nur dazu sagen muss, ist, dass mir ein ganz schöner Schub gegeben hat, was Motivation angeht. Also ich habe mir vorher schon gedacht, wow, wie wird das dann werden so mit dem Konditraining, freut es mich dann noch alles zu so unterordnen. Und ich kann aber nur sagen, dass eigentlich das genaue Gegenteil der Fall ist. Also seitdem die da ist, bin ich nur motivierter. Was natürlich schön ist, dass ich daheim alles machen kann. Ich habe daheim einen großen Trainingsraum, wo ich alles einen Großteil vom Konditraining abspielen kann. Und wenn da natürlich dann zwischendurch einmal die Frau mit der Kleinen vorbeischaut, dann ist das nochmal so ein Boost, gibt es nochmal. Und ja, macht einfach riesen Spaß. Sagen wir mal so, Hobbys habe ich keine mehr. Also, das hat sich erledigt. Aber ich bin einfach froh, dass ich so viel Zeit mit ihr verbringen kann. Sobald das Training und alles erledigt ist, dann schnapp ich mir die gleich. Für jede, wie gesagt, jede freie Minute, was ich mit der Kleinen verbringen kann, ja, hilft mir. Was gesundheitlich angeht, bin ich auch voll zufrieden. Also, wir haben soweit alles im Griff. Wie ich es immer schon gesagt habe, es ist halt wie ein Oldtimer, das gehört halt gepflegt. Und wir haben es, glaube ich, besser gemacht als letztes Jahr oder generell. Aber was das Fahrerische angeht, bin ich, glaube ich, auch wieder besser unterwegs als letztes Jahr. Also das Limit wird schon gesucht von mir teilweise. Und das Gute ist, dass man dann auch bis jetzt zumindest auch nicht diese Anfängerfehler passieren, wie es jetzt letztes Jahr dann oft halt nur der Fall war. Von dem her bin ich soweit eigentlich voll zufrieden.